Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur Folge 104 von Elder Scrolls Online mit Mario, dem alten Sack von Holstone TV. Wir sind unterwegs, um einen Umhang zu finden. Das müsste hier das nahegelegenste Relikt erstmal sein, was wir suchen. Nee. Bisschen was geklaut. Bloß wenn wir damit vor eine Wache kommen, kommen wir dann jemals wieder auf mich aus dem Gefängnis raus? Ha. Oh, toll. Oh, schön. Ach, das ist schön. Da fühle ich mich so richtig wohl mit. Wo ist denn mein Kitz? Ach so, Buch. Ich dachte, hat der Troll schon gefressen. Komm, mal testen. Testen, was ein Troll so drauf hat, hä? Oh, der ist aber schnell, wa? Ganz schön. Hat er sich auch eher noch heilen? Tut sich auch, ne? Aufgabe. Gut. Schön. Und das? Oh. Die Arme. Kann ich ja gar nicht mehr fragen. Na okay, doch. Fragen kann ich sie schon, aber es wird mir nichts nützen. Ein Eisen. Aha. Ist doch meistens da, wo ein Weg ist, oder? So, und das ist Fisch. Das ist reines Wasser, gut. Obwohl, wenn ich da blöde Zecke da sehe, weißt du. Oh, ist der Umhang? Aha. Ah. Nee, da gehen wir jetzt nicht rein. Aber als entdeckt gilt die auch noch nicht. So, hier oben soll irgendwo der Umhang sein. Wölfe? Oh. Fast so Geräusche wie im Urwald, ne, oder? Ich wollte schon sagen, im europäischen Wald hört sich das doch nicht so eng, oder? Aber wir sind ja auch nicht in Europa. Andere Länder, andere Vögel. So. Da. Kleiner Kreis. Eine örtliche Quest. Mal sehen, was er hat. Vielleicht kann man ja nebenbei mit. Könnte der Schlüssel sein,
Tut mir leid, meine Freundin. Ihr? Könnt ihr überhaupt eil... Sei's drum. Ihr seht aus wie eine Abenteurerin. Und vielleicht brauche ich das gerade wirklich dringender als noch einen Gelehrten. Na siehste. Es war ein mit Aileiden-Runen verziertes Steinfragment. Ah. Der Fischer, der es gefunden hat, behauptete, es sei an den Strand gespült worden. Er könnte es sein, wenn ich noch mehr Fragmente in die Hände bekäme. Ohne sie ist dieses Teil nutzlos. Doch der Umstand, dass der Fischer es am Ufer gefunden hat, könnte eine wertvolle Information sein. Vielleicht gibt es hier irgendwo vor der Küste noch mehr Ruinen. Okay. Vielleicht ist euer Interesse echt. Ich guck mal. Ich werde eure Hilfe dankbar annehmen. Von Größe und Form ausgehend würde ich sagen, wir brauchen 4 weitere Teile. Der Fischer behauptet, er hätte vor der westlichen Küste gefischt, als dieser Stein gefunden wurde. Die anderen könnten in der Nähe sein. Okay. Gut. Dann suchen wir mal Steinchen. Ups, voll vor die Wand gesprungen, habt ihr gesehen. Aber natürlich mit Würde, ne? Mit Würde. Oh, ein bisschen hoch. Das ist ja ein bisschen... Voll Küste, da die Küste. Westen hat sie da. Da waren die. Ey. Ach, schön. Wolf. Der war ja lieb, hast du gesehen, der macht ja nichts. Hilfe! Noch eine! Oh, helft mir! Holt mich hier raus! Wie, holt mich raus? Wo bist du denn drin? Soldaten! Überall Soldaten! Sie haben unsere heilige Stätte in ein Sklavenlager verwandelt. Soldaten des Dominions. Sie wurden von General Endare angeführt, der Jadeschlechterin von Korberg. Sie haben uns gezwungen, für sie zu graben. Und einer der Soldaten nannte es Rajins Umhang. Den brauchen wir doch. Mein Freund Brelo schien wirklich sehr besorgt. Den brauchen wir. Er hat mich gebeten, nach Eldenwurz zu gehen und die Magiergilde zu warnen. Ich habe ihn noch nie so besorgt gesehen. Brelo. Brelor ist in der Nähe dieser leuchtenden Steine. Gebt Acht! Die sah ja auch bald aus wie die Schwester von Evelie. Unsere Elfenfreundin von Dunkelforst. Die war doch von hier. So, wo gehe ich denn zuerst hin? Da links sind die Steine. Aber hier sollte... So, hier ist dann der. Hier fragen wir wegen dem Umhang in der Gegend. Oh. Schauen wir mal. Oh, eine Scherbe. Cool. Die hole ich. Die hole ich mir doch. Natürlich keine Scherbe. Dann gehen wir wieder raus. Ist sie vielleicht? Dann ist sie wahrscheinlich oben drüber. Dann gucken wir da gleich mal hin. Das waren doch Befehle von der Generalin, ne? Von der die eben erzählt, da oben ist die Scherbe. Möchte ich schon haben, ne? Ich meine, ich kenne mich ja. Ich hol die mir auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen erstmal.
machen wir nach dem Steinchen hier erstmal kurz einen Break.